Sollte eigentlich schon sein, aber ich weiß ja nicht. So, jetzt ja, Schaltauto und so muss nicht sein. Dienstfahrzeuge haben wir, ja, kann man mal machen. Notfahrzeuge, so, also einmal die Ambulanten hier. Feuerwehr ist kein Fahrzeug, also doch, aber nicht als Mensch. So, ja, hier haben wir ein paar schöne Feuerwehren. Ich hoffe mal, die machen nicht zu viel Lärm, ansonsten können die auch mal fahren. Die werden aber nie hintereinander alle fahren. Militär haben wir nicht. Ja, ein Bulldog auf jeden Fall mal, Mähdrescher vielleicht nicht, aber ein Traktor, aber vielleicht nicht ganz leer, sondern mit so, ne? Ach so, ne, das geht nicht, weil die so viel Platz brauchen. Ja, das ist dann blöd. Vielleicht geht der hier. Ja, der geht. Ja, Drescher ist sowieso hier zu platzaufwendig, sage ich mal. So, Kutsche jetzt nicht unbedingt. So, die Kehrmaschine auf jeden Fall. Die habe ich mal geshoppt. Nie eingesetzt. Mediamarkt. Immer gerne. Dann bekommen wir hier schon ein paar Autos zusammen. Auf jeden Fall hier noch den Solaris-Bus da. So einen großen LKW muss jetzt hier nicht sein. Vielleicht, ja, wenn wir hier schon Anhänger haben. Vielleicht einen normalen Anhänger. Ja, nehmen wir den. Ein Auto, wo wir den anhängen könnten. Hier eventuell. Naja, nicht unbedingt. Ein schöneres Auto. Vielleicht hier. Nicht an der Feuerwehr, aber. So, mal probieren. Ja, stopp, stopp, stopp. Natürlich ist der jetzt weg. So ein Arschloch. Nee, ich habe ich nicht gesagt. So, dann einfach hier ran. Wegen mir. So, gut. Ja, fährt halt mit so einem Ding rum, ne? So, dann setzen wir alle Autos auf 50. Die Feuerwehr macht Geräusche. Wird man hier also dauerhaft hören. So, ich hoffe mal, dass hier nicht zu viele Crash gibt. Wie gesagt, also ein paar Autos, also ich weiß nicht, ob schon alle haben. Die erkennen ja, wenn vor ihnen ein Auto ist, aber halt nicht alle. Also ja. So, die Kehrmaschine kehrt schon mal. ich glaube mal hinter und vor der Kehrmaschine auf jeden Fall wird da nochmal hier. Lass mal den mal nur 20 fahren. Beziehungsweise 20 ist schon zu viel. Machen wir mal 10. Naja. Lass mal den mal extrem langsam fahren. Dass der auch wirklich was zustande bringt. 5 kann doch nicht so viel sein, oder? Irgendwie kann man den auch arbeiten lassen, wenn der mal stehen bleiben würde. So, machen wir mal so. Geht natürlich wieder nicht. Das heißt, wir müssen den mal. Hallo? Wo ist denn die Feuerwehr? Nicht Feuerwehr, der. Ja, weißt schon. Rausgekommen. Ach, das ist ein Spaß, sage ich dir. Hier ist er rausgekommen. Gut. Das heißt, wir machen mal. Bürste Seite hoch. Mach einfach mal. Ach fuck, gibt's so viel. Ich mache einfach mal ein bisschen was an. Fahrer auf jeden Fall, ja. Warnlicht auf jeden Fall. Gefällt mir immer. Wasser machen wir auch. Machen wir ein paar Wasser. So. So, dann macht er schon mal was Anständiges. Hinter dem werden die dann ein bisschen langsamer fahren immer. Oder mal ab, bis sie halt abzweigen und so. Aber ja, dafür müssen wir dann hier auch wieder den Punkt 50 löschen. Aber den haben wir eh schon weg. Gut, dann werden wir trotzdem mal einen Fahrzeugkontaktpunkt machen. Da, wo vielleicht mal alle vorbeikommen. Und zwar werden wir Geschwindigkeit nicht festlegen, aber Rauch aus und Lichter an.
So. So, und dann die restlichen Autos noch auf Geschwindigkeit. Ja, es wird jetzt doch ein bisschen länger, als ich gedacht hatte, aber ja, ist halt so. Ich denke mal, ihr habt da nicht unbedingt was dagegen. 50 so langsam, kann er gar nicht sein. Ist doch nicht so langsam, oder? So, hier staut sich alles ein bisschen. Schauen wir mal den Bus, wenn der 50 fährt, wie das ist. Ich wollte jetzt nicht mitfahren eigentlich. Aber danke für die Gelegenheit. Es ist 50 hier so langsam. Warum 5? 50 will ich. EP checkt's mal wieder nicht. Aha. Okay. Warum fährt denn der nicht schneller? Hat er keinen Befehl oder ist ihm egal oder jetzt gut. So, dann hier noch ein paar. Wir müssen die mal ein bisschen beobachten, ob die auch wirklich alle 50 fahren dann. Die Kehrmaschine darf schleichen, aber der Rest nicht unbedingt. So, fährt schon alles? Nö. So, hier die noch nicht. Geben wir denen auch mal ein bisschen Gas. Ich weiß jetzt gar nicht, ob einer mal auf die andere Verkehrsseite da wechselt. Also von hier nach hier mit der Zeit. Könnte es sein, kann ich mir vorstellen. Ich weiß aber nicht. Aber kann schon sein, wenn die so rundum fahren. So, das meinte ich jetzt. Das Postauto zum Beispiel macht es vor, das bremst. Ja, weil halt Autos im Weg stehen, sage ich mal. Hier, die fahren schon alle. Ah ja, gut, fahren alle schon, dann ist es gut. So, die Kehrmaschine fährt langsam, die anderen fahren hinterher. Wenn die Kehrmaschine dann abzweigt von den anderen, dann passt's. So, hier ist noch ein bisschen Stau. Warum? Ah ja, weil der noch nicht fährt. Halt, das war die Kehrmaschine, die soll 5 fahren. Ich wollte dieses Auto hier. So, jetzt. Dann die zwei fahren noch nicht. So, Straßenverkehr an sich hatte ich eigentlich noch nie so gemacht. So, dafür ist jetzt dann die Ampel gut, dass nicht einfach einer von der Seite rausfährt. So, also wie gesagt, der fährt ein bisschen langsam hier, die Kehrmaschine. Ich hoffe mal, der kommt über den Bahnübergang, nicht, dass die Schranken da dann zugehen oder so. Das wäre ja ein bisschen schlecht. Und der ist schon ein bisschen sehr langsam unterwegs im Vergleich zu den anderen. Lassen wir mal 10 fahren. Ein bisschen schneller zumindest. Dass er nicht mal im Bahnübergang drin stehen bleibt, wird wahrscheinlich mal passieren. Also drin stehen bleiben tut er wahrscheinlich nicht, aber durchfahren durch eine zu Schranke. So, was fährt denn hier noch so langsam? Dürfen eigentlich alle 50 hier? Irgendeiner schleicht also vor denen. Das sind doch hier keine 50. Ja, die bremsen auch total runter, aber warum? Hier fahren die schnell. Ja gut, ich würde sagen, wir versuchen uns mal an der Schaltung dieser Ampel. Ich warte nur mal, bis vielleicht ein bisschen frei ist. Speicher mal und setze mich mal da dran. Soweit ich weiß, brauchen wir einen Schaltkreis. Auf jeden Fall. Den machen wir einfach mal mit ja, sonstiges und dann. Oder nee, den können wir auch mit einer Straße machen, unsichtbare Straße. Da wir eine Viererkreuzung haben, machen wir vier Teile. Das heißt, minus 90. So, das wird der Schaltkreis. Wäre vielleicht nicht so groß, sondern eher so. Wo ist ein Platz, wo man sieht? Ich würde sagen, wir blenden die Immobilien dabei mal aus. 2D, wo sind wir? So, machen wir Straßeneditor, Immobilien aus und vor allem
Im Signaleditor werden sie auch stören. So, machen wir es einmal mal hier drunter. Wir versenken das Ganze auf minus 2 auf jeden Fall mal. Naja, machen wir mal ein bisschen mehr. Minus 10, dann kann nichts schief gehen. So, da haben wir hier eine 4er Ampel haben sozusagen. Machen wir 4 Teile. So, und ich überlege gerade, wie das ging. Ich glaube, ich weiß es. Wir gehen jetzt schon ins Signalsystem. Haben wir unsere Ampeln. So, und geben denen den folgenden Befehl. Ja. Du gehst hier auf Fahrt. Ich glaube, das war die Nummer 8, oder? Ne, 17 ist es in dem Fall, genau. Und dann haben wir hier die 19 noch. Du gehst auch hier auf Fahrt. Ja, Fahrt ist schon. So, und die schieben wir jetzt aufeinander, dass es gleichzeitig passiert. Weichen stellen sich auf uns selbst. So, und dann am Schluss, nach einer Zeit praktisch, gehen die beide wieder auf Halt. Was gibt es denn hier alles? Maximalgeschwindigkeit und so? Ne, braucht man nicht. Orange lassen wir mal aus. So, gehen also hier wieder auf Halt. Das war jetzt die 17. Und dann hier noch die 19. So, also, ja, in dem Fall gehen die jetzt auf Halt. Also schauen wir mal beide durch. Halt. Wie erwische ich denn beide? Halt und halt. Und hier fort und fort. So, schauen wir mal. Nummer 19 und 17. Und hier auch. Gut. So, und jetzt nehmen wir die andere Seite. Hier eigentlich das gleiche. Wenn nämlich die anderen dann wieder auf Halt sind, können die auf Fahrt gehen. So, der da und der da. Na, jetzt treffe ich die Richtungen nicht mehr so. Oh, jetzt habe ich es gelöscht. Also hier war 16, das ist 16 und hier haben wir 18. Wenn das so hinhaut, dann glaube ich, weiß ich noch, wie es geht. Also so war das. Also nicht schwer. Ich erkläre das Ganze dann, aber erst wenn es funktioniert. Sonst erkläre ich Mist. Aber ich glaube, dass so ging. Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht. Aber wie denn sonst? So, halt. Es gibt irgendwie hier zwei halt. Ich muss nicht verstehen, warum, aber es ist so. Ja, wird schon gehen. So, das war jetzt halt für die 16 und dann machen wir noch halt für die 18. So. Ich erkläre es jetzt trotzdem mal, auch wenn es falsch ist. Soweit ich mich erinnern kann, war es so. Ich mache jetzt erstmal alle auf Halt. So. Es fährt hier das Schaltauto, fährt einfach hier entlang. Wenn es hier ist, geht die und die Ampel auf Grün. Wenn es hier unten ist, gehen die wieder auf Rot. Wenn es dann hier ist, gehen die auf Grün. Wenn es hier oben ist, wieder auf Rot. So eigentlich das Prinzip. In dem Bereich sind alle rot, in dem auch, in dem sind die unteren grün und in dem sind die für die andere Seite grün. Ist also keine Hexerei jetzt. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch ein Schaltauto. Dieses sollte auf keinen Fall zu schnell fahren. Sonst wäre es ja nicht so gut. Ich finde den Schaltkreis nicht, ist aber auch nicht schlimm. Wir zitieren uns das einfach hier hin und legen hier. So, geben ein Schaltauto. So. Und das Schaltauto lassen wir jetzt. Wir gehen erstmal hin jetzt. Naja, da das Ganze unsichtbar ist, können wir ja nichts sehen. Ist eigentlich logisch. So, das Schaltauto lassen wir jetzt. Keine Ahnung, wie schnell fahren. 10.
Jetzt fährt es nur falsch. Das heißt, 10 ist aber, glaube ich, fast zu schnell. Machen wir minus 5. Ja, das ist zu langsam. Machen wir doch mal minus 10. So, und wir schauen uns das jetzt hier mal im Radarfenster an. Ja, ich versuch's mal. So ungefähr. Wir sehen es also hier. Jetzt ist hier grün. Schaltauto ist gefahren, jetzt sind alle rot. Schaltauto ist weitergefahren. Dann sollte hier grün werden. Genau. So, jetzt haben die grün. So, und wenn Schaltauto wieder so weit ist, ist hier wieder rot. Und auf der anderen Seite ist wieder grün. Genau, so hat das funktioniert und so ist das. Und wir speichern. Ist also keine große Sache. Ein bisschen was kann ich mir also merken. Also jetzt ist hier wie gesagt rot. Wie man sieht, haben die anderen grün. So, wie schnell fährt der? 15, aber ich schicke da an. So, jetzt haben die grün. Ja, die anderen rot. An sich, wo die hinfahren, entscheiden die, wie gesagt, selbst. Was jetzt interessant wäre, ob der hier das grüne Licht mitmacht oder nicht. So, die Kehrmaschine ist nur so langsam, wie man sieht. Also, die stehen schon, aber Kehrmaschine fährt immer noch drüber. Die braucht halt ein bisschen Zeit. Ich glaube, orange hat er jetzt ausgelassen. Habe nicht so genau darauf geachtet, aber ich glaube, es war so. So, wir können ja hier mal ganz schnell einstellen. Man hört zwar manchmal immer einen kleinen Unfall oder so, aber an sich scheint es zu funktionieren. Genau. Ja. Also ich weiß nicht, warum ich mich hier die ganze Zeit gedrückt habe. So schlimm ist es gar nicht. Ich glaube, ich habe jetzt was gesehen, was nicht so schön ist. Hier fahren die immer noch so langsam. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ich habe das Gefühl, wie wenn die hier zusammenkleben. Aha, der kann keine 50, wie es scheint. Ist nicht für 50 geboren. Hält den Verkehr natürlich ein bisschen auf dadurch, aber ja, muss auch gehen. Ich würde aber interessieren, warum die hier so langsam fahren. Die fahren ja alle nicht schneller. Warum nicht? Hier ist doch kein Kontaktpunkt, oder? Hier ist eine ganz normale Weiche, aber warum bremsen die hier so ab? Ja. Wie ein Rätsel, aber ja. Soll so sein, ist nicht schlimm. Vielleicht finden wir hier noch ein Schild, dass man da nicht so schnell fahren darf. Dann hätte es auch einen Grund. Warum fahren die eigentlich hier alle und gleich? Ich sehe schon, wir haben doch hier, aha, nur Fahrt. Wir brauchen hier natürlich auch Umschalter. Kann ich ja mal vergessen haben. So, hier bräuchte man jetzt eigentlich auch noch eine Ampel, aber naja. Wir müssen die Fahrer halt mal selbst darauf achten, was sie machen. Auch wenn sie das nicht immer tun. So, die hier fahren also auch alle gleich. Hier habe ich scheinbar ja auch wieder nur Fahrt. Hier habe ich das ein bisschen vergessen. Aber man sieht es ja jetzt. So, das mit dem Bahnübergang finde ich jetzt recht gelungen. Das sieht auch gut aus. So, kommt gleich drei Züge auf einmal. Freigegeben. So, irgendwie fahren nicht alle mit Licht, scheinbar haben nicht alle mit Licht. Naja, so sind die jetzt hier mittlerweile schneller geworden? Ein bisschen. Ja, okay, ich sehe schon, hier brauchen wir noch eine Ampel, ob wir wollen oder nicht. Ist ja jetzt keine große Sache, wir wissen ja, wie es geht. Also machen wir das noch schnell, schauen wir mal hier Ampeln. So, wenn es geht die gleiche, genau, drei mehrbegriffig. Ich glaube die hatte ich. Machen wir also mal
hier hin. Na, wo ist die denn jetzt? Hier, oder? Nee. Ja. Hier. Dann am Gleis. Nö, nicht unbedingt. Hier. Das war falsch. Brauchen den hier. So, und die können dann hier schon am Bahnübergang merken, ob die hier halten müssen oder nicht. So, sind wir jetzt hier auch auf der Straße. Ich hoffe mal. Ja, gut. So. Hier bei der Schaltung jetzt eigentlich das gleiche Spiel. Fast. Nur, wir haben ja jetzt nur. Oder? Nee. Nee. Ich wollte Scheiße erzählen. Man braucht hier immer das gleiche, genau. Es war hier nicht in dem Fall. Ich dachte jetzt, wir brauchen nur drei wegen drei Ampeln. Aber das stimmt nicht. Also, ja, wir machen das hier genauso. Ich glaube, minus 10 hat man. So, machen wir mal hier schnell. So, jetzt. Ja. So, jetzt. So, also Signale. Wir nehmen den hier. So, wir blenden uns dazu mal ganz kurz die Gleise aus. Nicht, dass ich hier immer drauf komme. So, Gleise. Halt unter Signalen. Keine Gleise. So. So, wir haben also diese Ampel. Geht zusammen mit dieser. Geht zusammen mit dieser hier wieder auf Halt. Wir haben diese Ampel. Die geht hier auf Fahrt. Und hier wieder auf Halt. Und zwar alleine. Gut. Wir machen die Richtungen hier in diesem Fall Fahrt. Fahrt. Können die natürlich jetzt auch in den Gruppenkontaktpunkt schieben, aber es muss nicht sein. So, dann hier auf Halt. Dann in diesem Fall hier wieder auf Fahrt. Und hier wieder auf Halt. So. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, war es kein großes Ding. So, gut. Dann brauchen wir jetzt nochmal ein Schaltauto. Dieses setzen wir hier oben ein. Der Kreis ist jetzt zwar ein bisschen größer geworden, aber das ist nicht von schlimmen Sachen. So, ich glaube, minus 10 ist wieder richtig. Ne, in diesem Fall brauchen wir 10. Zwar plus 10, 1 wäre zu langsam. Gut, momentan sind noch alle rot. Haben wir denn hier eigentlich einen Kontaktpunkt? Ja, natürlich auch wieder nur auf Ford. Also irgendwie habe ich da die Hälfte vergessen. Ich schaue jetzt mal alle durch. Der ist Umschalter. Der auch. Ja, auch. Ich hätte jetzt vielleicht für hier eine Fehlerbehebung. Für das Reinfahren in das Straßenbahngleis. Haben wir hier denn noch einen Kontaktpunkt? Haben wir hier gar nicht. Das heißt, wir machen jetzt hier mal einen. So. Und stellen den jetzt mal nur in eine bestimmte Richtung. Wir schauen mal. Und das kann ich jetzt nicht schauen, aber das finden wir gleich raus. Warum muss es jetzt los hier? Irgendwie ist wohl scheinbar die Verbindung verloren gegangen. Okay. Gut, dann können wir es gleich so rausfinden. Wir machen hier die Verbindung zu. Gut, jetzt ist er also über das Falsche gefahren. Ja, genau. Das heißt, das wäre also jetzt hier die Verbindung, die wir nicht wollen. Warum ist denn hier eigentlich die Weiche? Aha. Ist das hier gar keine Weiche oder wie?
Ach so, das ist hier gar keine Weiche. Dann habe ich hier eine Weiche für 42 gesetzt. Den Kontaktpunkt ist natürlich blöd. Brauchen wir hier nicht. Bringt alles durcheinander. Gut. Wenn wir jetzt noch eine Weiche bauen könnten, wäre das Problem vielleicht gelöst. Aber ja, das ist nicht so schlimm, würde ich jetzt sagen, oder? Gut, wenn einer hier raus wäre, kommt das schon immer hier. Das ist schon blöd. Ich müsste halt jetzt hier noch eine Verbindung irgendwo haben. Beziehungsweise, ich kann ja eigentlich den hier auch in eine Drei-Wege-Weiche machen. Ist jetzt egal, ob das jetzt dann ja, viele Verbindungen hat. So, und jetzt, wenn ich hier noch reingehe und hier noch die dritte virtuelle Verbindung mache, dann muss das natürlich hier auch eine Weiche sein. Ganz klar. Warum kann ich denn hier keine Weiche erstellen? Ja, gut, löschen wir das Ding mal raus. Also, sie ist gerade besetzt, okay. Dann vielleicht jetzt nicht mehr. Halt, erstmal kurz fahren lassen. So, vielleicht jetzt nicht mehr. Ah ja, jetzt geht's. Also, ja, es ist schon eine Weiche hier, ne? Aber es ist eine Weiche hier. So, jetzt. So, machen wir hier also virtuelle Verbindung von hier nach hier. Aha. Und jetzt hier die zweite noch. Mit hier. Jetzt bleibt hier noch eine übrig. Die machen wir dann von hier nach hier. Und haben wir dann noch welche? Hier noch. Nö, die können wir uns dann wieder sparen. Gut. Und jetzt schauen wir mal, wo der hinfährt hier. Wir machen jetzt hier also einen Weichenkontaktpunkt. Für was ist denn der hier? 55. Aha, der ist jetzt schon für 55. Okay, der ist auf Umschalter. Das heißt, wir machen den mal auf Fahrt zum Beispiel. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht, wenn die Fahrt nehmen. So, wenn die Fahrt nehmen, kommen die alle falsch. Das sollte heißen, wenn Abzweig aktiviert ist, fahren die richtig. Und das machen wir aber für beide Richtungen. Wenn einer von der anderen Richtung ein Auto kommt, kann er es nicht umstellen. Beziehungsweise, nee, immer wenn hier ein Auto kommt, ist ja egal, weil wenn er immer auf Abzweig fährt, passt's. Genau. So, das müssen wir dann nur ziemlich nah machen. So, und jetzt schauen wir mal, jetzt sollte da vorne eigentlich nichts mehr passieren können. Ich hoffe es mal. Doch, die da vorne kommen immer noch. Aber vielleicht war das nur noch eine Ausnahme. Nee, die kommen noch von woanders. Ich habe keine Ahnung wo. Ist denn hier auch eine Weiche? Nö, das war keine Weiche. Und was ist denn dann der hier verbunden? Der ist nur mit dem da vorne verbunden. Dann kann es aber eigentlich gar nicht mehr schief laufen. Jetzt ist irgendwie die Weiche, also Weiche hier. Halt, ach so, die Weiche war hier bei 55. Ja, ich bin hier zu weit hochgerutscht. Ich wundere mich schon. Gut, den Kontaktpunkt haben wir jetzt also. Und den setzen wir in eine Richtung. In die richtige Richtung vielleicht. Jetzt mal nur auf Fahrt. Ist Weiche 42? Nö. Ist 44. War so klar. Jetzt 42. Gut. Würde jetzt also so gehen.
Gut, also wir sehen, fort ist der falsche Weg. Wenn wir jetzt hier Abzweig machen, ist das Problem eventuell gelöst. Habe ich aber schon mal gesagt. Ich klicke wie ein Behinderter auf meiner Maus rum. Ja, jetzt kommt eigentlich keiner mehr hier durch, weil die, was hier fahren, die fahren alle den, keine Ahnung, was hier die zweite Strecke ist, da vorne oder so rein. Und hier kommt da nichts mehr rein. Die fahren zwar hier raus, aber rein zu nicht. Und in die andere Richtung gibt es scheinbar keine Probleme mehr. Und wenn, dann können wir die auch beheben. Wir haben ja hier damals so eine unsichtbare Weiche gemacht. Wenn hier eine Straßenbahn kommt, müssen die Autos hier eigentlich stehen. Ich hoffe mal, das ist noch so. Ja, genau, es ist noch so. Haben wir auch schön hinbekommen. Zwar nicht lang, wie die dann hier stehen müssen, aber ein bisschen. So, die wechseln sich hier immer noch fleißig ab. Gut, also schaltungsmäßig haben wir jetzt hier schon was gemacht. Schön. Das erste Mal so richtig, ne? Gut. So, dann können wir jetzt das da oben wieder in eine Zwei-Wege-Weiche umwandeln. Theoretisch. Funktioniert zwar einfach scheinbar auch so, aber wir machen es trotzdem. So, und dann schauen wir mal, jede Verbindung ist jetzt hoffentlich versorgt.